Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst am Palmsonntag hier aus der Kirche in Neuhausen. Der Palmsonntag steht in einer besonderen Spannung zwischen Freude und Traurigkeit. Auf der einen Seite die große Freude darüber, dass Jesus in Jerusalem einzieht, und die Menschen jubeln ihm zu, als dem lang ersehnten Retter. Auf der anderen Seite beginnt mit Palmsonntag für uns auch die Karwoche. Wir denken daran, welchen Weg Jesus für uns gegangen ist, und wir versuchen zu verstehen, was für ein großes Opfer Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, welches Geschenk er uns damit gemacht hat. Und wir versuchen, es aufs Neue für unser Leben anzunehmen. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns miteinander beten. Jesus Christus, begeistert haben die Menschen dir zugejubelt. Dann haben sie dich doch allein gelassen. Du wurdest gefoltert und getötet. Wir erschrecken über die dunklen Seiten, die in uns sind. Und darum bitten wir dich, schenke uns Klarheit über uns selbst, über unsere Zuneigungen, unsere Ängste und unsere Aggressionen. Hilf uns, immer wieder neu aus deiner Liebe zu leben. Das bitten wir dich um deiner Barmherzigkeit willen. Amen. Die Epistel für diesen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi im 2. Kapitel. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über aller Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Das Evangelium steht geschrieben bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugten die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute feiern wir Palmsonntag. Für mich ist es jedes Jahr aufs Neue wieder ein spannender Sonntag, denn dieser Tag ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Auf der einen Seite ist da diese große Freude. Im Evangelium für diesen Sonntag haben wir gehört, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Menschen laufen ihm entgegen, sie streuen Palmzweige auf den Weg und sie jubeln Jesus zu. Voller Hoffnung nehmen sie ihn in ihrer Stadt auf und können es kaum glauben, dass er tatsächlich kommt. Endlich hat Gott ihre Gebete erhört. Der auf dem Esel reitet, der könnte es sein, der, auf den sie schon so lange gewartet haben. Der Retter, der die Menschen aus ihrer Not erlöst, der König, der sein Volk wieder zu großem Ansehen führt, der Messias, der all ihre Verheißungen erfüllt, die Gott durch die Propheten hat verkünden lassen. Große Hoffnung, große Erwartungen, Freude und Jubel am Palmsonntag. Aber wer genauer hinsieht, der sieht, dass zwischen all die lauten Jubelrufe auch noch andere Töne gemischt sind. Das Volk Israel erwartet nämlich auch einen gesellschaftlichen Umbruch, eine Art Revolution, die zurückführt in glorreiche Tage, wie sie unter König David waren. Zeiten, in denen Israel nicht durch andere Völker beherrscht und unterdrückt wurde. Und diese Erwartungen und diese Hoffnungen bringen sie Jesus entgegen. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, ein Symbol für den Friedenskönig und vielleicht auch für seine Bescheidenheit. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging, wie schnell die enthusiastischen Jubelrufe verstummt sind und bald darauf das ganze Volk aufgebracht schrie und von Pilatus forderte, kreuzige ihn. Aus den großen Hoffnungen wurde schnell Enttäuschung und aus den nicht erfüllten Erwartungen wurde Frust. Aus Palmsonntag und dem Jubel des ganzen Volkes wurde nur kurze Zeit später Karfreitag. Die, die heute noch rufen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, die rufen wenige Tage später, kreuzige ihn. Der Palmsonntag ist also geprägt von einer unglaublichen Breite an Emotionen, dem Jubel auf der einen Seite und das Kreuz auf der anderen Seite, das wir heute am Beginn der Karwoche schon am Horizont aufgerichtet sehen. Für mich ist es immer wieder spannend und erschreckend zugleich, wenn ich sehe, wie schnell die Stimmung im Volk von der einen zur anderen Seite kippen kann. Wie sehr sich Menschen ja, von einer Gruppe mitreißen lassen. Wie schnell wir Menschen uns von Euphorie anstecken lassen, aber auch wie schnell wir uns von dem Gefühl großer Unzufriedenheit mitreißen lassen. Das war so in Jerusalem vor 2000 Jahren. Da sind die Menschen schnell müde geworden an diesem Jesus. Und wer müde wird, der wird auch willenlos. Der lässt sich umso leichter von anderen überzeugen. Aber so ist es auch noch heute. Wie viele lassen sich
von bestimmten Medien oder von lauten Rufen einiger Leute in ihrer eigenen Meinung verbiegen. Euphorie und frustrierte Resignation können bei Menschen Kräfte freisetzen, die zu ungeahnten Entwicklungen führen können. Und ich muss gestehen, dass es mir manchmal Angst macht, wenn ich sehe, wie Gewalt und Aggressionspotenzial bei uns Menschen so schnell herausgekitzelt werden können. Die Generation meiner Eltern ist wohl die Generation, die die längste Zeit hier in Mitteleuropa in Frieden gelebt hat. Im Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg, von dessen Auswirkungen mir meine Großeltern noch berichten konnten, haben viele gesagt, solche Zeiten werden nie wiederkommen. Nun sehen wir seit einigen Wochen die Schrecken des Krieges und die Bilder aus der Ukraine. Wir sehen, wie Menschen zu uns kommen auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich erstmal in Sicherheit wiegen können. Da sind aber auch die vielen Sorgen. Wie wird es weitergehen? Und welche Auswirkungen hat diese Auseinandersetzung für unsere ganze Welt und für unser ganz privates Leben hier? Sorgen und Unsicherheiten lassen uns schnell in einen Tunnelblick geraten. Dann werden wir blind für das, was auch noch um uns herum passiert. Und darum will ich umso bewusster, dass mir mein Horizont immer wieder geweitet wird, dass ich eben nicht nur die Sorgen und nicht nur die Probleme sehe, sondern ich will sehen, wo Jesus mich in dieser Situation haben will, wohin er mich ruft und wozu er mich beruft. Beim Propheten Jesaja lesen wir: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Wenn ich diese Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja lese, dann höre ich da natürlich zunächst den sprechen, der davon sich selbst redet, der Gottesknecht. Einer, der sein Leben ganz nach dem Willen und auf den Dienst Gottes ausgerichtet hat. Aber ich höre auch mich selbst in diesem Ich des Textes. Mich als Pfarrerin und Predigerin, vor allem mich selbst aber auch als Christin, als Teil der Kirche Jesu, als Teil seiner Gemeinde. Ich höre eigentlich darin jeden von uns, denn jeder von uns ist von Gott angesprochen, gerufen und herausgefordert. Vielleicht hören Sie mal selbst, jeder einzeln für sich: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Als Christen sehen wir in diesem Gottesknecht Jesus, der in Geduld und Gehorsam alles ertragen hat bis zum Tod am Kreuz, damit wir Frieden haben mit Gott. Wenn ich in seiner Nachfolge lebe, dann bin ich eben auch immer wieder neu herausgefordert. Jesus weckt mich auf. Er rüttelt mich wach, wenn ich müde werde, und er schärft mir meinen Blick für das, was wirklich wichtig ist. Und darum will ich auch immer wieder auf ihn schauen, will auf sein Wort hören, denn Christus ist in diese Welt gekommen, um für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Und ich kann
Gott immer wieder darum bitten, dass er mir das Herz und das Ohr öffnet für sein Wort, damit ich hören kann, was er mir heute zu sagen hat, damit ich verstehe, welchen Auftrag er für mich hat. Jesus selbst als der Sohn Gottes wurde ein Mensch und hat sich als Gottesknecht dem Willen des Vaters gefügt. Er hat den Weg des Leidens und Sterbens auf sich genommen, damit wir den Weg zum ewigen Leben haben. Und darum will ich mich auch heute, hier und jetzt auf sein Wort verlassen, gerade in schwierigen und sorgenvollen Zeiten. Ich will mich eben nicht den Wogen der Zeit ziellos hin und her geworfen sehen, sondern ich will auf Jesus schauen. Am Kreuz hat er seine Liebe zu uns bewiesen und dafür kann ich ihm immer nur danken. Dadurch will ich mich aber auch immer wieder ermutigen lassen und neue Kraft tanken. Für heute, für morgen und für alle Tage meines Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander beten und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, voller Freude sind dir die Menschen damals entgegengekommen, als du in Jerusalem eingezogen bist. Sie haben dir zugejubelt und haben dich mit Palmenzweigen empfangen. Wir bitten dich, komm auch heute in unsere Welt, in unser Leben, in unseren Alltag. Fassungslos sehen wir die Bilder in den Medien, wo Krieg, Angst und Schrecken verbreitet und Menschen durch Gewalt ihr Leben verlieren oder schwer verletzt werden. Wir sehen Menschen, die auf der Flucht sind vor diesem Schrecken. Herr, komm doch in unsere Welt mit deiner Liebe und schaffe Frieden zwischen den Menschen.
Wir rufen zu dir und singen. Viele Menschen in unserem Land und in unseren Orten können ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen, weil sie alt sind und schwach geworden sind, weil ihre Krankheit sie ans Bett fesselt. Lass uns als Gemeinde sehen und wahrnehmen, wo Menschen leiden. Schenke uns offene Augen und Herzen, damit wir denen helfen, die unsere Unterstützung brauchen. Wir bitten dich für alle, die gerade Schweres durchmachen. Lass diese Menschen Hoffnung finden in dir. Stärke alle, die sich als Familie oder beruflich um pflegebedürftige Menschen kümmern und dabei oft bis an die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit gehen. Wir rufen zu dir und singen. Wir denken an die Jugendlichen in unseren Gemeinden, die jetzt und in den kommenden Wochen ihre Konfirmation feiern. Wir wünschen ihnen, dass dieser Schritt eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit dir ist. Segne unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Schenke ihnen einen starken Glauben, damit sie dir auf ihren Wegen nachfolgen. Wir rufen zu dir und singen. Herr, wir stehen heute am Beginn der Karwoche. Für jeden Einzelnen von uns bist du den Tod am Kreuz gestorben, damit wir Frieden haben mit Gott. Lass uns das nicht vergessen im Trubel unserer schnelllebigen Zeit. Lass uns in den kommenden Tagen den Weg mit dir gehen, damit wir verstehen, was du für uns getan hast. Lass uns auch in schweren Zeiten darauf vertrauen, dass du unser Erlöser bist. Unser Erlöser, der auferstanden ist von den Toten, der lebt und regiert bis in alle Ewigkeit. Wir rufen zu dir und singen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne uns, O Herr, lass leuchten dein Licht.
Und nun geht hin in diese neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.